Wer günstige PSN-Karten oder Xbox Live braucht zu besten Preisen, der kann gerne mal bei meinem Partner Enever vorbeischauen. Auch für günstige Spiele. Checkt es gerne aus. 3% Code RealFIFA. Danke auf jeden Fall an jeden, der mich dort auch schon supportet hat. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Vor gut einem Jahr, Freunde, die besten Rewards aller Zeiten bei uns. Sie gingen in die Geschichte ein. Was wir damals gezogen haben, ist wirklich legendär. Und das Ganze wollen wir heute natürlich wieder neu aufleben lassen. Ob das machbar ist, bleibt einfach dran. Für die, die das im letzten Jahr nicht gesehen haben, natürlich jetzt hier nochmal im Hintergrund schön und sexy diese Karten, die am Start waren in unseren Elite 2 Rewards. Heute werden wir eure und meine Rewards zusammenziehen. Entweder habt ihr heute die krassesten der krassesten Karten oder ich, eine auf jeden Fall. Plus, wir haben auch noch Top 200 Rewards. Lasst euch überraschen, Messi, Mbappé, Ronaldo, wird heute einer kommen oder alle? Das werden wir jetzt erfahren. Checkt auch gerne noch das SBB von gestern ab gegen Danny, passend zum EM-Start. Wer ist gehypt? Ja, wer sich noch hypen lassen möchte, der kann gerne mal unten in die Beschreibung gehen. Ja, korrekte Sache, checkt es gerne aus. Und natürlich danke an jeden Daumen nach oben, an jeden Kommentar. Wen hattet ihr in euren Ultimate Best of Tots Rewards? Und ja, dann würde ich sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir gehen rein ins Video. Auf geht's. Das heißt jetzt, eigentlich müssen die Picks jetzt gönnen. Okay, Jungs, für Chan, Gold 1 auf Ehre. Wer wird kommen? Oh mein Gott, Kane, 96. Alter, okay, 96er ist natürlich krass vom Rating her, aber ja, Harry halt, Jungs. Der Harry, was soll man sagen? Der zweite muss besser werden. Oh, komm. Okay, nice. Oh, ja, Digga. Das ist doch eine halbwegs gute Entschädigung, ne? Kimmich ist schon stark. Ja, ich glaube, ich spiele sogar auf. Ich spiele ja enge Raute, dann tue ich ihn einfach auf der 8 spielen, Kimmich. Stimmt, oder so. Ja, guck mal, passt echt top rein. Ja, gewaltig aus. Da kriege ich Angst. Da kriege ich ehrlich Angst. Junge, was ein Brecherteam. Finde ich meiner Meinung nach auch immer noch mal so aus dem Best-of schon sehr interessant. Und ja, gucken wir mal, ob EA da Bock hat. Scheiße, ich habe 2 Donis und jetzt noch mal. Ey, ich guck gleich die Donis an. Wir starten gerade erstmal hier mit dem ersten Player-Pick, Nani. Also an alle, die jetzt hier gerade gespendet haben oder so. Jungs, ich kann das gerade nicht sehen, weil ich habe nur einen Bildschirm. Ich bin lost, ich muss hier den Chat auf Handy sehen. Ne? Vielen, vielen Dank schon mal an die Spenden. Ich lese das gleich vor, Jungs. Gleich. Aber wir gucken gerade noch die Elite Rewards. Auf jeden Fall Kuss, ne? An jeden. Bamba und Nani schon starke Picks, Alter. Sehr, sehr stark als Backup für sein Squad. Ich weiß nicht, ob er die sogar vielleicht einbauen möchte. Und der letzte wird... Junge, Bamba kommt auch richtig häufig. Bamba gar nichts Besonderes anscheinend. Jetzt gefühlt in jedem Pick schon bei jedem gesehen. Da würde ich, glaube ich, Oblak einfach für Rating nehmen. Tavernier, gut, ist auch nicht schlecht. Jetzt. Nein, ey. Ultimatives Tots Best of Pack. Elite Rewards. Lohnt sich es oder lohnt sich es nicht? Das werden wir jetzt sehen. Viel Erfolg, Bro. Mach es dick. Mach es dick, Bruder. Mach es dick. Komm schon. Oh mein Gott. Mo Salah. Ich weiß nicht, ob das gut ist, aber der wird auf jeden Fall was kosten. 96er Rating hat der auch noch. Es kann natürlich jetzt kein Messi Ronaldo mehr sein, aber Salah für ein Elite-Pack. Ich glaube, da wird er zufrieden sein. Wenn da jetzt noch was Krasses hinter ist, schauen wir mal. Oh nein. Oh mein Gott. Ah. Wie teuer ist denn der Mo noch? Weil wie viele Coins sind das? Aber der ist ja auch 600, 800, sind 800k ungefähr vielleicht. Was sagt ihr, Chat? Ich würde sagen, der Salah hat gerettet. Alleine sogar auch ein roter Messi oder so. Sieht doch einfach sexy aus in Rot, Freunde. Ich bin ehrlich. Das würde doch wie gesagt, ich hätte nur die Picks aufgemacht, weil ich mir die Packs mal bis morgen aufheben würde, mal auf das Event warten, was da kommt. Ja, mach das. Also mache ich ja auch genauso, deswegen... gar kein Stress. Erstmal hier in den ersten jetzt reingehen. Ja, komm auf gechillt. Den ersten abholen, den Messi oder auch nicht. Kane. Ja, ich werde Kane, glaube ich, mitnehmen. Nehmen ich habe den schon in Rot. Für Rating einfach. Hast du noch mehr Rating? Mit Kane jetzt dreimal im Verein in 96 und in Blau und zweimal im Rot. Den Kane kannst du auf jeden Fall. Aber Freunde, da musst du auch noch was Besseres gehen. Der zweite Pick. Vielleicht sonst wirklich keine Weekend League mehr, weil ich habe nicht so wirklich Bock noch drauf. Okay, komm, das ist jetzt entscheidend, Jungs. Für die Weekend League. Wird der spielen oder nicht? Nein, ja. Komm. Komm. Oh. Ja, ja, doch. Das ist
Das ist aber besser als der Standard, würde ich einfach mal sagen mit Theo. Das ist schon ein Brecher. Ja. Oder Tavernier? Nee, egal. Ich hätte Theo. Safe Fernandes gemacht. Also da gibt es keine zwei Meinungen eigentlich. Mir den Foot Birthday holen und dann hier vielleicht umbaue und Walker dafür rausnehmen, aber Walker finde ich nicht mehr so krass. Und dann Donnarumma Tots oder so, ne? Ja. Ja, könnte man sich überlegen. Jo, hallo, hallo. Moin. Da ist er wieder, jo, was geht? Okay, Jungs, alles gut, ich bin wieder drin. Und jetzt, Andi, ja, Gold 3 auf Ehre auch bei dir am Start. Ja, auf jeden Fall. Hast du beliebst du? Machen wir einen der drei, einmal einen normal. Ja, safe. Womit willst du starten? Machen wir zuerst den ersten normal. Okay, machen wir den ersten normal, Jungs. Let's go. Ja, Mann. Dann machen wir das einmal so, R3 und dann einmal normal, genau so. Sieht's aus und der erste ist De Vrij. Okay, okay, okay. Aber jetzt machen wir R3. Warte, Bro, warte. Warte, so, zack und zack. Bei mir ist alles aus, Bro. Okay. Was? Was hat der? Nein, warte, Jungs, warte. Oh! 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 Chat! Guter Ronaldo Gold 3! No way! Es ist unglaublich und wer soll es anderes sein als Ehren-Andi? Als Andi? Digga, niemals! Was ist das im R3-Pack? Niemals, Chat, es ist unglaublich. Der Typ hat einfach das Pack-Lack des Jahrhunderts. Guckt euch sein Team an. Oh mein Gott. Niemals. Der Ehren-Andi, wer soll es anderes sein als Ehren-Andi, Digga? Niemals, Bro. Was ist das denn? Ach, Jungs, guckt euch an. Wir haben bei ihm schon Pelé, Euse, Cantona, Ronaldo. Oh, Varane. Digga, De Jong, was hat der gezogen, was hat der nicht gezogen, Digga? Das kann doch nicht sein. Und der passt ja zuckerhaft rein. Ja, wen wirst du da rauskicken? Hast du die Qual der Wahl, Digga? Das ist der EA-Account des Jahrhunderts. Ich sag's euch ehrlich. Der hat mich echt überholt. Am Anfang war ich noch vorne, aber jetzt... Aber jetzt ist alles anders. Sind wir... der ist 1860 Fan hier. 1860 leider nicht gepackt, den Ausstieg. Wir haben es zum Glück geschafft, aber 1860 hätte ich es auch gegönnt. Geht da noch was, EA Sports? Geht da noch was? Oder geht da nix? Das ist hier die Frage, da geht noch mal was. KDB, Junge. Oder wen will er nehmen? Kane und Bamba, kranke Auswahl, Junge. Aber ich würde KDB, glaube ich, nehmen. Ich würde De Bruyne nehmen. Ich spiele ja auch meinen roten De Bruyne. Ich finde den stark. Nice. KDB ist top. Auch mal was Neues, was Frisches und da kann man sich nicht beschweren. Der zweite ist Harry Kane, das ist doch auch eine gute Spielerwahl. Beides echt Top-Spieler. Alles easy. Okay, ey, Platz 64 sogar. Holy shit. 21 war man ganz weit oben auf jeden Fall. Krank, ey. Jungs, guckt euch das mal an. Top 200 Rewards bei Daniel jetzt. Ja, ey, Bro, mach es einfach dick. Ich sag's dir ehrlich. Wenn da jetzt nichts kommt, dann wär frech. Dann wär ehrlich frech. Okay, Kane ist der Erste. Ja, weiß nicht. Oh mein Gott. Schon schlecht. Die gönnen ja gar nicht, Alter. Egal, da kommt noch was, Bro, da kommt noch was. Belieben. Nochmal Oblak. Nimmst du Wagner. Okay. Jungs, komm. Ronaldo, Messi, Mbappé. So viele. Hey. Cancelo. Scheiße. Die sind schon tot schlecht. Ja, sind schon irgendwie bad. Und der zweite. Oh mein Gott. Was ist das denn? Also wenn da jetzt nicht gleich der Ronaldo oder Mbappé kommt für Coins, dann weiß ich auch nicht. Mit was würdest du zufrieden sein? Mit wie viel Coins so ungefähr? 8 bis 10 Millionen, weil 5 Millionen ist ja das Schlechteste und so 8 bis 10 Millionen wären schon stabil. Okay. Also hier ist mein Team. Das ist sein Team. Alter, Ronaldo gekauft, oder? Ronaldo, untauschbar. Ach du Scheiße, wo hast du den gezogen? Also, garantiertes Serie A-Totspack. Also vielleicht gleich Duplikat im Serie A-Totspack. Ronaldinho, ja. Wow. Wow, geiles Team. Und Gold, warte mal, Gold Pope im Tor. Der rasiert alles. Als ob, Junge. Okay. Jungs, also mit Gold Pope, Top 200. Ja, mit Gold Pope läuft's.
Scheiße, geil. Okay. Dann, Freunde, 5 Millionen plus Top 200 bei B04 Daniel. Ne? Ich weiß gar nicht, hast du noch einen YouTube-Kanal oder so? Na, ich bin auf Twitch mittlerweile unterwegs. Bin auch gerade live auf Twitch. Okay, willst du sonst, soll ich dir reinposten hier mal Twitch? Lass sie mal ein Follow da hier, den B04 Daniel, den Dench FIFA, richtige OG-Legende hier. Da will ich Follow sehen. Damals FIFA 18. Ja, Mann, FIFA 18 war aber geiler als dieses Adam. Scheißspiel, sag ich dir ehrlich. Ja, das hat echt Bock gemacht. Okay, Mann. Ja, Mann, dann bin ich jetzt ready, Bro. Dann bin ich jetzt ready. Jo, also, Spiel rein. 3, 2, 1, go. Viel Erfolg, Mann. 5 Millionen plus. Komm schon, Alter. Also, wenn Polen angezeigt wird, kann es das nächste Pick werden. Okay, okay, okay. Also, oh nein. Belieben, oh was. Also, das, also, Lieber also, ist ja eigentlich geil, also, kann alles ne? Aber, sein. Kann alles hinter sein. Aber heißt aber das, auch können das auch noch werden. Ronaldo und Messi kann da auch noch hinter sein eigentlich, oder nicht? Ja, genau, ja. Okay. Aber es kann auch das Schlechte werden. Es kann auch das Schlechteste werden, sagst du. Aber Lever, Jungs, 98, allein vom Rating her immerhin schon mal das, aber... Ja. Ja. Jungs. Okay. Komm. Ich skip. Komm, Alter. Ah, bitte. Yay. Ja. Oh, ja, MVP. Oh. Das ist wild. Das ist sehr wild. Egal, man muss ja so sagen, Mbappé besser als Messi, Freunde, weil 5 Millionen, über 5 Millionen und Messi kostet nur 2 irgendwas, ne? Ey, das ist doch ein starkes Pack gewesen. Toll. Kannst ja mal zusammenzählen sonst, oha. Boah, ich, in sowas bin ich schlecht, mir. In sowas, ich helfe sonst. Jungs, oder ein bisschen einfach grob, ihr könnt ja sonst zählen. 5-2, wir machen mal 5-2 einfach. 1-4, das sind 6-6. Dann 6-7 einfach. Ja, 6-7. Ja. Der kostet 200 sogar. 6-7, 6-9. 6-9, Alter, krank, Jungs. 6-9, 500. 7-4. Ja, 7-4, wenn ich richtig gezählt habe. Schade, dass nicht noch Bruno am Start ist. Ey, stell dir das mal vor. Ja, warte, wie viel hatte ich jetzt? 7-4, ne? Der, ja, ungefähr. Dann sind es jetzt 8 Millionen auf jeden Fall. Mindestens. Plus 500.000 sind 8,5. Oh mein Gott, Junge. Okay, das könnten echt 10 Millionen sein, ne? Ja. Das könnten knapp... Bamba ist auch nochmal so 350. 400, 300. Das könnten knapp... Ja, auch nochmal 500. 9,5. Jetzt bin ich raus, Jungs. Irgendwas mit 9, ja, 10 Millionen. 10 Millionen würde ich sagen, jetzt knapp 10, würde ich auch sagen. Krank, Digga. Oh, ich glaube, der liegt bei 8 Millionen. Ja, Jungs, sonst, ihr könnt ja auch mal, Jungs, Chat, habt ihr sonst eine Idee, aber Cruyff, Euse Moments, weiß ich nicht, der hat halt keine 5 Sterne, du brauchst wahrscheinlich 5 Sterne, ne? Ja, 7-9, könnte ich mir easy leisten. 9, Junge, den würde ich mir ehrlich von den Coins, glaube ich, mal gönnen. Oder R9, was sagst du zu R9? Prime. Ja, R9 sieht auch fett aus. Der Prime, ne, glaube ich, der Moments ist, glaube ich, Prime noch zu teuer. Prime ist, glaube ich, 9,6 oder so, ja, 9,7. Oder der Prime R9, Chat. Ja. Was würdet ihr nehmen? So, da sind sie doch. Die Foot Champions Rewards. Digga, komm, ey. Bitte zum Best of Tots jetzt hier auf dem RTG-Account. Da machen wir auch kurz Musik aus Spannung. Ihr wisst es. Wenn da jetzt wirklich was ganz Krasses drin sein sollte, dann, dann reiße ich wirklich alles ab. Ich würde sagen, wir machen eins ganz normal und das andere R3 aus Spannung. 3, 2, 1, let's go. Komm schon. Nein, ey. Was ist das denn? Ey, Cancelo haben wir schon in Rot. Oh mein Gott. Dakar, Rui Diaz, McLaren, 90, 91. Okay, hat schon mal nicht so gut angefangen. Cancelo ist ja einer der schlechteren, wenn man ihn auch schon hat, natürlich sowieso. R3 habe ich raufgedrückt und der erste Spieler wird heißen Espinosa. Ey, was machen die schon wieder für Auge? Richtige Augenleger. Egal. Tots zieht. Okay, der nächste ist. Komm bitte. Das ist doch nicht zu glauben. Der nächste ist De Frey und jetzt kommt Tavernier. Ja, ist sogar noch spielbar. Komm, noch ein Best of, bitte. Bitte. Junge, ey. Was ist das denn? Best of und ich habe nicht mal ein Best of hier genommen, Alter. Holy shit, ey. Beste Rewards, würde ich wieder sagen, aller Zeiten. Egal, Main Account muss gleich regeln. Jetzt kommen meine Best of Rewards.
Awards, Digga. Und ihr wisst, wie mein Team aussieht? Das vom letzten Jahr wiederholen. Reunion, ja. Zweimal Mbappé, Van Dijk in Rot und den Messi dann im Totspack. Geht nicht mehr ganz so, aber man könnte jetzt einen roten Messi und einen roten Mbappé hier bekommen. Ich hole die Bongo aus meinem Müllhaufen raus und da ist sie auch. Let's go, Digga. Komm, komm. Yay. Nein, ey, nicht schon wieder. Ach, Cancelo, die Außenverteidiger. Wie viele Außenverteidiger sollen wir denn noch haben? Ich habe doch eben auch noch Mukiele gezogen. Okay, egal, Jungs. Ich brauche doch auch nur einen Kimmich oder so. Ein Kimmich wäre auch top. Ein Kimmich wäre top. Yay, okay, ein Kimmich, okay. Das zweite wird R3, Jungs. Das zweite wird R3. Ah, ich habe irgendwie Angst, Mann. Der erste Spieler ist, Freunde. Bitte. Nein. Nicht der schon wieder, Cancelo. Der nächste ist... Ich guck einmal nicht hin, okay? So, ich guck in 3, 2, 1. Orsic. Der nächste ist... Komm, bitte, Digga. Bitte. Ey, Mann, ach, das wird doch nix. Und der letzte... Den letzten machen wir mit Chat auf, okay? Der letzte, da mache ich jetzt meinen Bildschirm aus, aber ihr seht ihn, okay? Den letzten dürft ihr, Freunde, schreibt's jetzt rein. Wer ist der letzte? Ich glaube nicht dran. Also ich glaube nicht mehr dran. OMG, OMG, Schmutz, De Vrij. Oh Mann, Alter. Ey, das ist doch Verarsche, Digga. Ey, Mann, Junge. Ja, habe ich euch schon wieder gar keinen Bock mehr. Manus sogar? Niemals. Nicht mal so einen Scheißhaufen auch noch. Ach du Scheiße. Ey, was ist das denn? Nehme ich Orsic mit. Wow. Hat sich ja absolut gelohnt, würde ich sagen. Freunde, Kuss geht aber an jeden Einzelnen raus. Es war trotzdem, denke ich, ein ganz geiles Best-of, ein ganz geiler Stream, sozusagen. Wir haben ja, oder ihr habt krasse Sachen gezogen. EA hat uns nicht gegönnt. Egal, ich werde weiterspielen Weekend League. Und hab die Top 100 oder die Top 200 Rewards, die Taktik werde ich übernehmen von Daniel. Und dann werde ich auch Top 200 holen, ne? Sehen wir uns nächste Woche bei Top 200 Rewards, Jungs. Macht's gut.